stehen ist. Guthabenkrise führt de facto dazu, dass eben immer noch quasi Geld gespart wird, obwohl die Unternehmer keinen wachsenden Kreditbedarf mehr haben. Und wenn man dann nicht vorausschauend quasi Verschuldung organisiert, entweder als Staatsverschuldung oder als Verschuldung schlechter Kreditnehmer. Das ist ja das, was wir erlebt haben als Subprime-Krise. Und die Subprime-Krise wird uns ja quasi als Ursache dargestellt. Und die ist aber nur die Folge, dass wir quasi diese Verschuldung gebraucht haben. Wir sind heute in der Situation, dass wir für unsere Sparer keine solventen, freiwilligen Privatschuldner einfach mehr haben. Und wir wollen dieses Thema aber nicht diskutieren. Und da wir es nicht diskutieren wollen, bleibt für die handelnden Personen eigentlich die Frage übrig, machen wir Staatsschulden, die haben wir aber verrückterweise auch dämonisiert, außer die Japaner, die da locker damit umgehen, darüber werden wir halt auch noch sprechen, oder verschulden wir eben die Privaten oder die ganz geniale, die deutsche Lösung, wir verschulden das Ausland und zeigen dann mit dem Finger auf ihn, das ist dann die kurioseste Lösung und die auf den ersten Blick recht clever daherkommt, aber die dann eben uns dafür im Kickback dann so richtig auf die Fresse werden wir dafür bekommen. Heißt das jetzt im Schluss quasi, dass wir unser Problem exportiert haben, indem die Verschuldung nicht mehr bei uns ist, sondern auf das Konto Ausland gelaufen ist in der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung, dass die quasi das kompensiert, was bei uns durch Staatsschulden jetzt an Privatvermögen nicht abgedeckt wird? Ja, und das kann man ganz einfach nachhalten. Schaut euch die Bundesbank, das ist ja der Witz, dass die Bundesbank Buchhaltung, die ist ja 1:1 in Saldenmechanik, findet die ja statt. Na, und wenn dieser junge Mann, der da an der Spitze der Bundesbank steht und nur einzelwirtschaftlichen Blödsinn erzählt, mal eine Etage tiefer gänge in seine Buchhaltung, dann könnte er diese ganze Sache nachhalten. Also man kann quasi die Saldenmechanik in der Buchhaltung der Bundesbank, kann man die nachhalten, dass also die deutschen Staatsschulden identisch sind mit der Geldvermögensbildung der Privatsektoren minus die Exportüberschüsse. Und da wir eben zuletzt unsere Exportüberschüsse noch steigern könnten und unsere Geldsparer erfolgreich so verunsichern konnten, dass wir doch eine gewisse Sachwertflucht schon haben, aus diesem Grund hat Deutschland im Moment kaum Staatsverschuldung. Das ist die